Hallo und herzlich willkommen, ihr Planet Coaster Fans, zu einem neuen Let's Play Video zu meinem Park hier in Planet Coaster. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid zu Folge 84, muss man hier schon sagen. Das ist für mich immer eine besondere Zahl, weil das mein Geburtsjahr ist. 1984, das ist schon ein paar Tage her. So, also wir sind immer noch im Formel 1 Bereich und wir brauchen auch noch eine Weile. Also das ist irgendwie nicht alles mal eben zu machen. Ihr seht ja auch hier links neben der Achterbahn, das muss man auch noch irgendwie alles dann machen. Ich gucke jetzt hier nochmal drüber und wir machen jetzt so ein bisschen Bauen heute und ich bin ein bisschen wieder so in der Phase, wo ich nicht richtig weiß, was ich weitermachen soll. Ihr hattet nochmal vorgeschlagen, macht doch mehr so Sandausläufe mit Barrikaden, wie es halt bei der Formel 1 so ist, ne? Wo dann so Sandbecken sind praktisch hinter der Kurve, aber das wird schwierig hier bei der Strecke. Und auf jeden Fall, wir bauen heute so ein bisschen hier die Insel da weiter und noch ein Türmchen bauen wir heute auch noch um den Freefall Tower. Und dann werden wir nochmal live in den Park reingehen. Und währenddessen werde ich euch bis dahin erstmal ein paar Kommentare vorlesen, die ihr so geschrieben habt im letzten Part. Da danke ich euch auf jeden Fall für. Und ja, ich muss hier erstmal so ein bisschen Rennfeeling hier hinmachen auf diese Insel, wo ein bisschen Blumen hinkommen sollen. Und ich hoffe, es gefällt euch mal wieder. Dann nochmal ein kleiner Hinweis. Im letzten Part, also im Part 83, habe ich ja mein Mini-Abonnententreffen gemacht mit dem Mitaro. Und da wollte ich nochmal auf seinen Kanal hinweisen oder den Kanal von den Jungs, die Seven Sense Community. Die hatten ja auch, die haben ja auch einen Kommentar geschrieben, der noch ganz oben auch sehr viel geliked wurde. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. In der Videobeschreibung mache ich auch euch einen Link zu dem YouTube-Kanal rein. Die bauen da ihren Bella Italia Park und das sieht ja alles schon mal sehr gut aus. Was ich bis dahin gesehen habe. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr reingeschaut, auf jeden Fall. Guckt mal gerne rein. So, was haben wir noch? Dann gehen wir mal nochmal weiter mit den Kommentaren, die hier vom letzten Video. Muss ich noch irgendwas hier sagen? Ich hoffe, ihr habt schöne Ostern gehabt. Das habe ich wieder ganz vergessen. Ich bin total verwirrt wieder. Gehe ich hier rein ins Video. Und so ein paar Feiertage tun ja immer ganz gut, finde ich. Und ihr habt jetzt auch in den letzten Tagen bei mir ein Planet Zoo Parktour Video gesehen und die Kommentare darauf waren ja sehr eindeutig. Da kamen viele Kommentare so nach Motto, Basti, willst du nicht vielleicht auch mal einen Park selber bauen und ne, Planet Zoo wäre ja schon cool und kannst du ruhig öfters machen und so. Hätte ich, also so, dass es so viele sind, die das so wollen, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber finde ich auf jeden Fall sehr positiv. Vielleicht gucke ich mal rein, nächste Woche ist ein Livestream geplant. Ich werde das noch ankündigen, wann das genau ist. Ich wollte mal ganz kurz in die Kommentare gucken, wie das hier nochmal genau war. Warum kann ich die nicht so sehen? Warum geht das nicht? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Hier, 14 Likes auf Willst du auch ein Planet Zoo Park bauen? Ich fand die Parktour echt schön und fände es toll, wenn du mehr solcher Videos machst oder sogar einen eigenen Zoo baust. Das sind immer viele Likes drauf gewesen, verhältnismäßig viele. Ja, hier sind 7 und 14 Likes. Das ist für meine Kommentarbereiche sehr viel. Okay. Also, jetzt kommen wir aber erstmal zu den Kommentaren aus dem letzten Video. Während ihr euch hier in Zeitraffer von circa anderthalb Stunden, die ich aufgenommen habe, es sind echt anderthalb Stunden, die ich da dran gebaut habe, was ihr hier seht heute, in den paar 20 Minuten. Nicht wundern, danach kommt ja noch so Live-Gameplay. Das ist immer Wahnsinn, wie schnell die Zeit da vergeht. So, was haben wir denn da? Der Mitaro hatte noch geschrieben, hey Basti, dein Formel-1-Bereich wird immer besser. Finde die Absperrung der Rennstrecke hat wirklich was für sich. Den Freefall Tower könntest du in einen Aussichtsturm packen. Auf der Strecke Austin, USA gibt es einen Aussichtsturm. Diesen dort darum bauen wäre eine Idee, so hat man nochmal was, wo man sagen kann, Formel-1, Datum fürs Phantasialand habe ich dir geschrieben. Ich muss mal allen antworten, die mir geschrieben haben, bei Mail und Instagram und so. Aber ich habe mir diesen Turm angeguckt da in Austin, USA. Aber irgendwie so, weiß ich auch nicht so genau, fand ich das nicht so. Ach, ich hatte doch, jetzt hätte ich doch wieder eine Idee. Aber ja, ich glaube, das wäre ein bisschen zu krass gewesen, wenn man das so hier machen will. Deswegen habe ich gedacht, ich baue da einfach so ein bisschen Gerüst drumherum und dann machen wir oben Fähnchen dran und dann machen wir vielleicht noch ein paar Werbebanner da dran und noch Zahlen. Da kommt auch immer, da stehen noch mal an diesen Türmen, bei der Formel 1 stehen auch so die Zahlen, wer auf welcher Platzierung ist. Das könnte man vielleicht auch noch da dran machen. Wäre vielleicht auch noch eine Idee. Aber irgendwie der Formel 1 Bereich, der wird und wird nicht fertig. Da ist noch so viel Baustelle. Ich hoffe, ich quäle euch nicht zu sehr, wenn ich das noch ein bisschen weiterbauen da muss. Aber wir können uns auch mal zwischenzeitlich wieder an den Formel 1 an den Formel 1 Bereich ranmachen zur Abwechslung. Und natürlich an den Gefängnisbereich ranmachen.
So, ich will noch ein paar Kommentare schnell durchlesen. Also, Blue Fire schreibt, hi Basti, super Video und freut mich, dass du Mitaro endlich getroffen hast. Freue mich schon auf das Treffen im Phantasialand. Hoffe, das klappt. Ansonsten klasse Video. Weiter so. Übrigens bin ich Blue Fire aus der tollen Gruppe deiner Community Challenge mit dem Amerika-Bereich und natürlich Mitglied der tollen Gruppe 7 oder 7 Sense. Cool. Wolf Buddy. Der Tunnel F1-Bereich hat richtig Form angenommen. Weiter so. Bin selber großer F1-Fan. Die Aussage vom letzten Video, wo ich gesagt habe, dass die Palmen dort weg müssen, muss ich zurücknehmen. Jetzt, wo du mehr Palmen platziert hast, sieht der kleine See richtig gut aus. Mach weiter so. Liebe Grüße vom Wolf. Sehr cool. Achso, dann kamen ja doch so Hinweise, dass da ein paar Lampen oder Sachen so im Weg sind von der Bahn. Wir sind die ja im letzten Part nochmal mitgefahren. Und dann dachte ich, komm, gucke ich hier nochmal zur Sicherheit nach, ob das so passt. Aber das sieht eigentlich alles passend aus. Ja, vielleicht der Zaun da links an der Seite und hier, ne, da so ein bisschen die Erde. Aber das kann man ja eben mal anpassen, kein Problem. Ja, sowas muss man ja auch mal zwischenzeitlich kontrollieren, ob da nirgendwo Kollisionen sind. Ne? Das ist ja das, was immer sehr unangenehm ist, wenn man eine Parktour macht und dann fährt man dadurch irgendwelche Objekte durch. So. Was haben wir denn noch für Kommentare? Nettes kleines Abo-Treffen hattet ihr da, schreibt der Emilia Chan. Sieht man dir auch an, dass es gut war. Hab leider mit Formel 1 gar nichts am Hut, aber toller Bereich und mach weiter so. Ich gucke ja ehrlich gesagt auch keine Formel 1. Ich guck's ja nicht, aber ich hab's früher geguckt und irgendwie ist das eigentlich ein cooler Bereich, den man sich so für einen Planet Coaster Park machen kann, dachte ich mir. Dann schreibt der Krieger Luca. Der Krieger Luca ist ein langer Abonnent von mir, Top-Kommentator. Schaffe es dieses Jahr sogar endlich in den Heidepark, nach 2,5 Jahren. Und wenn mein lokales Jugendzentrum noch Plätze hat, sogar in den Hansapark. Wird also anscheinend ein tolles Jahr. Sehr cool, freut mich für dich. Ja, ihr könnt ja mal, schreibt ihr doch mal bitte in die Kommentare, wie oft ihr dieses Jahr geplant habt, in einen Freizeitpark zu fahren. Also so, und wie oft und in welchen. Das würde mich mal interessieren, wie krass oft einige vielleicht auch fahren oder wohin sie fahren. Es gibt ja so viele schöne Parks in ganz Europa. Und ja, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Schreibt mal bitte in die Kommentare. Das würde mich wirklich sehr interessieren. So, hi Basti, schreibt der Thilo Atzler. Finde dein Video voll cool. Ich hätte auch eine Idee für deinen Park. Du könntest ja eine riesige Halle bauen mit Achterbahn und Läden, also eine Indoor-Halle und könntest die Halle von außen zu deinen Themengebieten gestalten. Ja, eine Halle Indoor wurde ja oft gefragt. Also ich glaube, das Einzige, was man Indoor bei mir vorstellen könnte, ist, dass man in dem Steampunk-Bereich, der in 3 Jahren kommen wird, dann da was mit Indoor hat. Dann schreibt der Planet Coaster Freak, sag mal, träum ich? Wo überall ist dieser Mann namens Mitaro zu sehen? Gefällt mir richtig gut. Achso, der gefällt dir? Okay. Sympathisch ist er auch noch, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Aber zum Park. Ich finde, dass es sich gut entwickelt. Meine Idee wäre noch, was es in echt bei der Formel 1 gibt zu bauen, dass man denkt, cool, der steht sogar hier. Eine Boxengasse an der Achterbahn wäre vielleicht ein cooles Detail noch. Mach aber wie du meinst, denn so macht es dir und uns Spaß. Mach weiter so. Ich muss ehrlich nochmal sagen, dass du und Mitaro und seine Gruppe mit euren Videos eine schwere Zeit vereinfacht haben. Dafür einfach mal danke. Ja, danke auch für deinen Kommentar und mich freut das immer, wenn man andere Leute irgendwie glücklich machen kann mit den Videos. Das tut mir auch irgendwie sehr gut. Wirklich. Also finde ich toll. Ja, kommen wir zum nächsten. Der Mr. Tittendachs. Da darf ich das sagen? Weiß ich nicht. Dass der Gruselbereich mit vielen Bäumen zugestellt werden muss und aus dem tiefen Wald kommen dann so Lichter und Geräusche und es müssen unbedingt Äste über den Weg ragen. Ich denke, hier ist bestimmt etwas Nützliches dabei. Mach weiter so, Jakob. Was machen wir hier? Wir machen ein paar Blumen und Pflanzen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was für Farben mache ich dahin? Das ist einfach nicht einfach irgendwie. Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen ist der Platz halt so klein. Und ich habe mich für so eine Mischung entschieden und mache das jetzt noch ein bisschen bunter und alles. Also ich fand es sehr schwierig, mich für eine Farbe von den Pflanzen da zu entscheiden. Muss ich ganz ehrlich sagen und ich hoffe, es gefällt euch. Es ist nicht optimal perfekt, muss ich selber zugeben. Aber ich wollte da irgendwie eine Blumeninsel und da habe ich auch die Idee gehabt, ach komm, mach ich mal ein paar Bäumchen noch dahin. Und das auch nicht zu eben. Ne? Ihr habt ja vorhin gesehen, ich habe da ein bisschen Unebenheiten reingemacht, weil alles glatt ist auch nicht so realistisch und toll und schön. Und dann dachte ich mir, mache ich hier noch so ein bisschen
Dann machen wir einfach so ein bisschen Grünzeug hin. Vielleicht müsste doch eigentlich noch irgendwas so Formel-1-mäßiges dazwischen gestellt werden. Aber man kann ja auch mal einfach eine Blumeninsel hinmachen. Hier ist ja genug Formel 1. Keine Ahnung, mit Schildern oder irgendwas. Wenn ihr noch eine herausragende Idee habt für diese Insel, was ich noch ein bisschen umgestalten könnte, ansonsten würde ich es eigentlich so lassen, dann sagt mir das gerne in den Kommentaren. Oder eine bestimmte andere Pflanze, die ich hätte nehmen können. Mir ist nichts Besseres eingefallen, ehrlich gesagt. So, was haben wir denn noch? Der 19GamerStossi90 schreibt: Hallo lieber Basti, ja, man kann auf der Konsole mit Maus und Tastatur spielen, leider aber nicht befolgend flexibel wie auf dem PC. Nicht befolgend flexibel, okay. Also, bei einem Treffen in Bonn wäre ich auf jeden Fall dabei, weil ich habe es ja nicht so weit. Würde dich gerne persönlich mal treffen auf einen Kaffee und dann dein Park wird immer besser. Danke für die schönen Videos. Ja, so auf dem Kaffee kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das irgendwie klappt, weil da werden ja vielleicht ein paar Leute sein. Keine Ahnung. Ich habe auch so überlegt, ich will ja demnächst auch so ein, zwei Videos mal machen, wenn ich Fahrrad fahre. Ne? Ich fahre jetzt gerne aktuell Fahrrad. Heute werde ich auch auf den Petersberg hochfahren. Hier bei Bonn ist der. Und vielleicht auch noch auf den Drachenfels. Mal schauen. Mal schauen, wie es mir dann geht. Und ich habe auch überlegt, dass ich sage, aber ist auch scheiße, wenn ich mit meinen Fahrradklamotten da ankomme. Dass ich sage, komm hier, ich fahre heute mal nach Bonn, also ich fahre die Woche oder am Samstag oder Sonntag fahre ich nach Bonn und dann bin ich um 12 Uhr da auf dem Platz und dann können wir uns mal Hallo sagen und dann trinken wir bei McDonald's was zusammen oder so, keine Ahnung. Oder ich fahre nach Köln, so ein Ding, sowas könnte ich mir auch vorstellen, aber irgendwas muss auf jeden Fall dieses Jahr passieren, ich will euch treffen, ich will, dass da irgendwas passiert und das wäre echt geil, ich würde mich freuen. Und wenn da nur einer kommt, ist auch egal, dann hat man einen getroffen. So, dann haben wir. Der Kehler 2012. Hey, der Tunnel gefällt mir schon sehr gut. Die Lampen an dem Tunnel sind teilweise jedoch echt gefährlich nah an der Bahn platziert. Also, ansonsten wäre eventuell noch Kiesbetten und so typische Rennstreckenelemente gut. Die Reifenstapel machen sich ja schon sehr gut. Also, das war auch einer von den Kommentaren, auf den ich quasi hier eingegangen bin, dass ich da nochmal durch den Tunnel geguckt habe. Danke für solche Hinweise, echt super. Und jetzt seht ihr, baue ich hier so ein Gerüst. Ich baue ein Gerüst. Und das dauert eine Weile und ich weiß auch nicht, unten, das muss unten anders werden. Da muss unten am Ende, das muss zugemacht werden. Irgendwie muss das anders gemacht werden. Und ja, also ja, da muss ein bisschen mehr Gebäude hin oder so. Keine Ahnung, ich muss mir da noch was einfallen lassen. Das ist jetzt erstmal so der Anfang. Ich habe ja gedacht, ich brauche irgendwie Stabilität, um so einen Turm nach oben zu bauen. Und ja, deswegen habe ich hier diese dicken Pfosten hingemacht. Ich habe auch dieses rote Gerüst gemacht, weil das ist ja überall hier in dem Formel 1 Bereich. Da haben wir überall diese runden Pfosten und diese anderen Gerüste. Also, und da brauche ich noch für die Stabilität hier so ein Ding. Also, ihr seht, da bin ich fleißig am Machen und Probieren und Tun. Ja, da entsteht gerade ein Turm im Hintergrund. So, Basti Novak schreibt, dein Lachen. Ganz viele Smileys hinter Modern Consumer. Ich mag es sehr gut. So, Aaron spielt. Auf der langen Gerade im Tunnel könntest du noch eine Mini-Bunny-Hop auf der weißen Seite bauen. Weiß ich nicht, was das ist. RMC zum Beispiel. Nach dem Prinzip hohes Element und ein kleine Fühler dazwischen würde hier vielleicht gut passen. Also er meint, dass wir da runterfahren, dann nochmal hui, hui und dann so machen. Aber ich glaube, dafür fehlt der Platz da unten von der Höhe. Und die Strecke an sich werde ich, glaube ich, nicht mehr großartig anpassen, weil ich finde die super so. Aber danke trotzdem für den Vorschlag. So, Benjamin Döring schreibt, Basti, man merkt, dass dir das Hobby Spaß macht. Bei den YouTube-Videos Freizeitparks bauen oder vorstellen bei Planet Coaster machst du das super, super. Kompliment, mach weiter so, freue mich auf neue Videos. Benny. Ja, danke, danke. Ja, ich hoffe, das kommt so ein bisschen rüber, dass ich Spaß an dem Spiel habe. Stell dir mal vor, ich würde irgendwie so in einem Jahr so ein Video machen. So ein Bild, da seht ihr so ein Bild als Vorschau von mir. Ich kann nicht mehr. Und dann so, Leute, Planet Coaster ist überhaupt nicht mein Spiel. Und es hat mir auch die letzten zwei, drei Jahre gar keinen Spaß mehr gemacht. Und so weit würde es nie kommen bei mir. Da würde ich schon selber vorher aufhören. Ja. So, das ist ein sehr langer Kommentar. Karle, achtet mal bei... Ja, Besucher, die laufen einfach über den Bordstein. Ist was, was mich immer aufregend tut. Im Planet Zoo ist es ja schon besser, aber nicht perfekt. Würde mich freuen, wenn es bald in ein, zwei Jahren einen Planet Coaster 2 geben würde mit Besuchern,
Bänke benutzen, bessere Laufwege etc. Mitarbeitersystem wie in Planet Zoo und natürlich neue Grafik sowie Teile. Eine Frage hätte ich noch. Hast du schon was vom neuen Spiel von Frontier gehört? F1 Manager 2022? Ich glaube, da habe ich was gehört von. Ja. Nun meine Frage. Magst du die Formel 1 und könntest du dir vorstellen, so ein Spiel zu spielen? Ich fände die Ankündigung etwas überraschend, da ich Frontier mehr mit Achterbahn- und Parkspielen aus der Vergangenheit verbinde. Dir noch einen schönen Sonntag. Also, Formel 1 Manager kann ich mir auf keinen Fall vorstellen, hier euch zu präsentieren. Muss ich ganz ehrlich sagen. An sich finde ich das aber interessant. Ich werde mir auf jeden Fall mal anschauen, wie das Spiel so funktioniert und wie das so ist alles, wenn das irgendwann rauskommt. Klingt auf jeden Fall interessant. Keine Ahnung, ich habe ja noch nicht wirklich was von gesehen. So. Was haben wir noch? Wir haben viele Kommentare, ich muss mal ein bisschen auch gucken, welchen ich dann nehme. Was Hobbys sollen ja auch Spaß machen. Ich baue auch manchmal bis zu 2 Stunden im Planet Coaster und ich spiele auf der Konsole, wo es noch schwerer zu bauen ist. Ja, ja, das glaube ich. Der Philipp. Philipp mit ganz vielen Ps. Wir kommen langsam dem Ende entgegen. Dann noch schnell 2, 3 Kommentare schaffen wir vielleicht. Also es war auf jeden Fall großes Interesse, dass man ein Treffen in Bonn machen würde. Also würden vielleicht wohl sogar ein paar kommen, wenn die dann Zeit haben. Finde ich cool. Das freut mich auf jeden Fall. Hey Basti, ich freue mich immer wieder über deine Videos. Mein PC ist leider zu schlecht für Planet Coaster. Ich wollte dir nur sagen, dass ich mich immer wieder auf deine Videos freue und wünsche dir noch viel Spaß mit deinem Park. I like Jump, hat das geschrieben. Danke, danke. Und dann freue ich mich ja, dass du da immerhin beim Zugucken Spaß hast, auch wenn du es selber nicht spielen kannst. Ein Hogwarts-Themenbereich wird hier gefragt. Ja. Ein kleiner Bautipp zu Wegen. Vielleicht baut man die Wege per Raster, wobei es dann auch vorkommen kann, dass der Besucher dann eventuell durch Wände glitschen. Probier es doch einfach mal aus. Ich versuche ja alles bei Wegebau. Ich versuche alles. Es klappt ja immer nicht so richtig. Ah ja, Leute, danke trotzdem. Also. So, ich bin gerade durch absoluten Zufall auf deinen Kanal gestoßen, habe dich wiedererkannt. Habe dich früher immer geschaut, die Stoke City Karriere in FIFA 12 oder so war mein persönliches Highlight. War ein geiler Zufall. Ja, das höre ich auch ab und zu. Kommen dann Leute, die mich vor 8 Jahren abonniert haben, kommen dann wieder auf meinen Kanal und sehen, oh, Planet Coaster? Okay, ja, ist nicht so mein Ding, aber hallo. Mich gibt's und mich gab's damals. Finde ich immer wieder interessant, wenn man so bedenkt, dass er vielleicht vor 8 Jahren mich abonniert hat. Da war der 16, jetzt ist der 24, in einer ganz anderen Situation im Leben, ganz andere Interessen und so. Es passiert so viel in 8 oder 10 Jahren, keine Ahnung, wann er mich abonniert hatte, wann das genau war. Aber lass es 6 Jahre sein und der war 14 und ist jetzt 20. Das ist so krass, was in dieser Zeit im Leben passieren kann, wie man sich verändert und dann ne, Interessen sich verschieben und so. Das finde ich immer super interessant und da freue ich mich immer, wenn ich sowas lese. Und wäre cool, wenn ich bei so Leuten dann auch noch lesen würde, ja, ich war damals noch 12 und jetzt bin ich hier 20 und jetzt wohne ich in Amerika und keine Ahnung was. Das fände ich halt auch super, sowas zu erfahren. Weil ihr seht ja immer, was ich jetzt so mache, ne? Das ist so nach den ganzen Jahren. Und dann sehen die so, oh, der krass, der macht immer noch YouTube, ne? Boah, gucken jetzt zwar nicht mehr so viele Leute zu wie früher, aber ist immer noch da, der Junge. Und der sieht auch älter aus, der sieht auch ein bisschen dicker aus. Oh Gott. Ja, sehr cool. Das sind immer so Stories, sowas finde ich einfach toll. So, der Turm. Ich weiß noch nicht, ob ich die eine Seite offen lasse oder ob ich die auch so zumache. Aber irgendwie hat der Turm was, finde ich, ehrlich gesagt. Wenn man das von außen sieht, dann ist das schon ein bisschen mehr. Vielleicht noch ein paar Schilder, wie gesagt, dran. So ein bisschen Werbe oder diese Formel 1 Fahrernamen mit Zeiten daneben. Ne, das könnte man noch irgendwie da dran machen. Und oben auf die Spitze, was? Wenn euch der Turm so gefällt, ich reiß ihn auch wieder ab. Wenn ihr alle sagt, der ist scheiße, ich reiß ihn wieder ab. Aber unten, das wird noch anders gemacht alles für den Wartebereich. Aber schreibt mir in die Kommentare, was ich oben an den Turm dran machen soll, könnte. Möglicherweise. Ein Formel 1 Auto oben drauf machen. Ja, kann man machen, aber das sieht man von unten, das sieht man nicht so richtig, keine Ahnung. Vielleicht habt ihr irgendeine coole Idee, was ich bauen könnte, was irgendwie realistisch ist für meine bescheidene Begabung, um hinzubauen. Also würde mich mal interessieren. Schreibt da bitte was in die Kommentare. Ich freue mich so, wenn ihr coole Vorschläge habt. Es ist nicht mehr lang. Was wollte ich noch sagen? Ja, das war auf jeden Fall das dazu. Ja, es wäre cool, wenn es bei Planet Coaster einen Multiplayer-Modus gäbe. Ja, das wäre schon nicht schlecht. Ui, da ist aber ein langer Kommentar. Schaffe ich den noch?
Weiß ich gar nicht genau. Gucke ich jetzt hier nur. Ah! Der Tunnel vom HSJS3432. Ich speichere jetzt. Achso, ich mache die Flaggen jetzt noch an. Genau. Der Tunnel sieht jetzt viel besser aus und es freut mich, dass du meinen Vorschlag annehmen willst. Du hast ja gesagt, du willst die Palmen dort bei der Achterbahn stehen lassen. Was ich auch eine gute Idee finde. Mir ist der Gedanke gekommen, man könnte an den See ein paar animierte Tiere arbeiten. Mit animierten Tieren, aber Krokodile in den See machen, wo die dann rausspringen, wenn die Bahn kommt. Oder mit Nilpferden arbeiten. Das wäre auch nochmal ein Hingucker in deinem Park. Weil mit denen hast du ja noch nicht so viel gearbeitet. Wenn du meinst, dass es nicht so ganz in den Formel-1-Bereich passt, würde ich die Krokodile vielleicht in den Jurassic-Park-Bereich reinmachen. Schließlich sind Krokodile ja auch Verwandte von dem Dinosaurier. Und das würde den Bereich auch nochmal aufwerten. Stimmt, ich wollte noch was in den See machen, aber dann will ich eher so Wasserspiele reinmachen. Wenn ich da jetzt noch Tiere reinmache, ich glaube, das wäre ein bisschen too much, muss ich ehrlich sagen. Also da könnten wir mal gucken. So hier, ich weiß nicht, ob das zu knapp ist, aber ich denke, eigentlich passt das noch. Oder man muss das gesamte Konstrukt ein bisschen da nach hinten verschieben. Da muss man auch den Weg unten anders machen. Ja, müssen wir mal schauen. Wir gehen jetzt gleich nochmal live in den Park rein. Weil ich war ewig nicht mehr live mit euch im Park. Und dann reden wir da nochmal weiter. Hier noch so ein bisschen kleine Anpassung. Das ist immer leicht, ganz leicht schief. Aber ich finde, vom Weiten fällt das ja alles nicht so richtig auf. Wir gehen jetzt mal rein in den Park und dann kommen wir zum Ende des Videos. Ja, jetzt sind wir hier im Park, einmal wieder live nach langem. Hier sind auch 4000 Besucher oder sowas drin, 4400. Es läuft nicht mehr ganz so flüssig alles, also es läuft noch flüssig, aber es könnte noch viel angenehmer laufen. Und wenn man jetzt mal so von hier hinten guckt, wenn wir uns mal als Gast hier vorstellen, wir kommen hier hinten so an. Ich meine, das Ding überragt halt echt alles, ne? Das ist halt schon extrem hoch, unrealistisch hoch vielleicht, ne? Wenn man jetzt hier den Turm da im Hintergrund sieht, da hinten ist ja auch was, ne? Ha, dann haben wir da auch was, was wir sehen so schon mal im Hintergrund. Das ist doch, das hat doch was. Ich finde, der Turm macht auf jeden Fall was her. Und wenn man jetzt sich vorstellt, da ist oben noch was drauf, was ihr mir jetzt im Kommentarbereich vorschlagt, dann bin ich ja echt gespannt drauf. Guck mal, dann siehst du hier, ach geil, da ist eine Holzachterbahn. Da ist irgendwie ein Freefall Tower. Klar, wir haben hier hinten eigentlich den gleichen Freefall. Haben wir den gleichen da hinten auch? Weiß ich gar nicht. Stimmt, habe ich ganz vergessen, dass ich den zweimal habe. Und hier haben wir jetzt auch. Na egal, wir haben jetzt drei Freefall Tower. Egal. Ich hatte ja früher hier dieses runde Teil, aber das sah nicht so gut aus da dran, oder? Eigentlich müsste man den runden, den Gyrotrop Tower hier wieder ranmachen. Der war nicht schlecht. Gut, dafür fährt das Ding anders. Das ist höher. Der ist hier höher. Okay, gut. Nichtsdestotrotz, wir kommen so von hier lang. Oh, ich vermisse ja von Planet Zoo diese Kamera, ne? Dass ich jetzt hier auf der einen Höhe bin. Mit WASD hier so lang gehen kann und auf der Höhe bleibe. Aber der geht halt immer in die Richtung. Schade. Ja, und ich weiß, ja, es gibt diese Kamera, dass ich hier eingeben kann. Da gebe ich einen Besucher an und gebe hier ein T-Git Cam. Enter. So, ja. Dann habe ich WASD und bin hier immer auf Besucherhöhe. So, mein Hubbel hier. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Das ist ja doof. Also, ich finde, das Ding macht schon was her. Also, wenn du jetzt hier so stehst. Ist auch nicht übertrieben oder sowas, meiner Meinung nach. Wir achten jetzt auch nochmal hier auf den Eingangsbereich von 1. Yeah, die Achterbahnen fahren hier gerade lang. Schön. Hier unsere Konfetti-Bombe und. Ja, es hat was, es hat was. Dann hier der Stand mit den Kameras. Unsere neue Insel. Mit Shift kann ich ja langsam gehen, ne? Das ist gut. Dann ist hier die Boxengasse. Hier ist noch ein bisschen leer, hier muss noch ein bisschen was hin. Und ja, das sieht cool aus, auch mit den Streifen hier an der Seite. Hier nicht alles perfekt, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Es ist nicht perfekt, aber es ist schon cool alles. Also das hat was. Hier muss noch ein bisschen was ran, ne? Der Laden ist noch nicht fertig. Hier fahren die Karts lang. Also es ist schon ganz schick. Ich habe übrigens auch den Tipp bekommen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt hatte. Das ist doch cool. Das ist echt cool hier. Warum geht denn da keiner rein? Warum hat das Ding zu? Hat das Ding auf? Ach, der muss noch getestet werden. Da habe ich ja die Fahrt abgeändert. Cool. Was soll ich sagen? Ja, hier noch so ein bisschen machen. Hier muss noch ein bisschen was hin. Dann ist die Ecke hier fertig.
Ach, der Weg hier ist weg. Deswegen geht hier auch keiner lang. So, das ist halt das Blöde an Tegit Cam. Ich bin halt jetzt wieder hier, ne? Aber es sieht doch... Es sieht schon toll aus. Guck mal, wie schön das vollgebaut ist hier. Ist das nicht cool? Endlich, ne? Jetzt ist halt nur noch diese Ecke hier und dann am Ende das hier hinten. Da müssen wir noch gucken. Ah, natürlich geht hier keiner lang gerade. Wo ist denn mein Weg? Nee, gerade. Gerade. So, hier kein gebogenes Gefälle. Ich muss auch mal irgendwann... Es wird ja passieren nächste Woche. Mal wieder einen Live-Part machen. Und es passiert ja bei der... Hä? Ey, Leute. Was ist denn das hier? Das ist ja komisch. Ich habe die Breite gemacht. Eben hat es geklappt. Also ist so egal. Ich mache jetzt einfach nur den Weg hier dran. Das wird eh nochmal umgebaut. Damit man hier auch diesen... Die Möglichkeit hat, hier rüber zu gehen. Also, es ist schon ganz toll. Hier hinten, das ist meiner Meinung nach alles soweit fertig. Ah, auch eine coole Bahn. Die ist echt cool, finde ich. Schön kurz. Macht Spaß. Wir haben nur einen Zug da drin, ne? Wie voll ist das hier? Ist hier sehr voll? Oh ja, oh, da warten einige, dass das hier weitergeht. Ne, das ist echt cool, das Ganze. Und dann fehlt halt noch, bis ich diese Park... Ich weiß, ihr wollt eine Parktour sehen. Bis ich eine Parktour mache. Es muss noch ein bisschen was passieren. Das Gefängnis ist noch nicht ganz fertig. Ah, hier das ganze Dach. Es ist immer noch offen alles. Aber es sieht so gut mittlerweile aus. Ich bin echt so zufrieden, was daraus geworden ist. Das finde ich echt super. Ach stimmt, ich habe ja hier sogar Tribünen hingemacht. Warum steht die hier? Das muss alles noch ein bisschen angepasst werden. Das ist nicht optimal. Ist das geiles Gefängnisfeeling? Ja, sehr cool. Also, es kommt noch so viel. Ich muss noch so viel bauen. Aktuell bin ich halt hiermit beschäftigt und irgendwann kommt hier der Alpinenbereich. Viking ist einfach auch so schön. Ich finde das so schön geworden hier. So, das ist der geilste Look, den ich kreieren konnte. Also wirklich so cool gemacht. Einfach nur schön. Ja, hier sind so immer so ein paar Kleinigkeiten, wo ich mir denke, ja, hier könnte man ein bisschen noch... Aber egal. Also, ich verabschiede mich jetzt erstmal an der Stelle. Wünsche euch noch einen schönen Feiertag, eine schöne Woche. Vielleicht habt ihr noch frei, Ferien, Urlaub, wie auch immer. Wir machen das Ding jetzt hier mal auf. Dass das keinen Spaß macht, also Leute. Glaub ich euch nicht. 5 Euro, fertig. Könnt kommen, ihr könnt kommen, es ist soweit. Also, an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Grüße mache ich heute mal nicht, ich weiß nicht, ob da was war beim letzten Mal, aber ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da und schreibt fleißig Kommentare. Ich habe euch gesagt, welche Freizeitparks, wie oft dieses Jahr und Vorschläge für den Turm hier oben, was bauen wir da drauf. Lasst das von euch hören. Ich ziehe jetzt mal die Kopfhörer ab, meine neuen Kopfhörer übrigens. Macht's gut, schönen Tag, guten Abend, gute Nacht, gute Besserung. Bis zum nächsten Mal, euer Basti oder auch Modern Consumer. Ciao.